Der Gameboy, der Gameboy, Adventskalender, der Gameboy, Adventskalender. Kirby's Dream Land, ein echter Evergreen mit unser aller Lieblingssauger Kirby. 1992 durch Hal Laboratory entwickelt, avancierte das Spiel auf dem Game Boy zu einer echten Vorzeigeperle des Jump'n'Run-Genres. Gleichzeitig ist dies der erste Auftritt der kleinen, korpulenten Kugel mit der kolossalen Klappe und legte somit den Grundstein für eines der erfolgreichsten Nintendo-Franchises. Erdacht wurde die titelgebende Figur von Masahiro Sakurai. An der Verpackung erkennt man auch eine Kontroverse bei der Entwicklung des Charakters. Hier wird Kirby weiß dargestellt. Nach Sakurais Meinung musste Kirby rosa sein, während Mastermind Shigeru Miyamoto für gelb plädierte. Doch um Ähnlichkeiten mit dem damals bereits populären Pac-Man zu vermeiden, erhielt Kirby dann doch die Farbe rosa. Bei der Vermarktung des Spieles war die Farbe noch unbekannt, deswegen wurde er weiß dargestellt. Auf dem Game Boy macht es ohnehin keinen Unterschied. In Kirby's Dream Land bereist man unzählige putziger Wald-, Wasser- oder Wolkenwelten. Man springt, flattert und saugt alles auf, was nicht 100% nied- und nagelfest ist. Am Ende einer jeden Welt wartet ein kleiner Endgegner. Die einen sind leichter, die anderen etwas kniffliger zu besiegen. Ein erfahrener Zocker sollte aber kaum große Schwierigkeiten haben, das Spiel zu schaffen. Die Level sind total liebevoll und putzig ausgestaltet. Die Darstellung und das Leveldesign sind gut durchdacht und Welten von 0815 entfernt. Das Erforschen der Welt macht Spaß und wird selten langweilig. Nervige Sackgassen oder Backtracking gibt es kaum. Und neben der sehr gelungenen Grafik wissen auch der Comic-Sound und vor allem die perfekt passende Musik immer zu überzeugen. Und da wird dann auch schon klar, was der wohl größte Kritikpunkt am Spiel ist. Es ist viel zu kurz. Wer gut ist, kann das Spiel auch ohne große Vorkenntnisse in einer halben Stunde besiegen. Spätere Teile hatten da deutlich mehr Inhalt. Die geringe Länge ist vermutlich auch dafür verantwortlich, dass das Spiel kaum langweilig wird. Schließlich musste der Inhalt nur auf eine kurze Spielzeit komprimiert werden. Die Tatsache, dass es in diesen zu geringen vier Leveln aber allerhand zu entdecken und viel Abwechslung gibt, führte dazu, dass ich mich gar nicht mehr an die kurze Spielzeit erinnern konnte, als ich das Spiel zuletzt mal wieder nach über 10 Jahren ausgegraben habe. Das ist dann aber auch der einzige Kritikpunkt für ein ansonsten rundum gelungenes Jump'n'Run. Man mag fast sagen, das Spiel hörte da auf, als es am schönsten war. Am schönsten ist der Adventskalender noch nicht, sonst würde er ja aufhören. Nein, in 2 Tagen geht's weiter. Seid gespannt und bleibt am Ball. Ein Abo kann Wunder wirken.